Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Hier ist mir gerade ein Ei vor die Füße geknallt. Schnell, Leute. Petra hat ein Ei fallen lassen. Sehr gut. So, wir haben jetzt zwei Vögelchen sicher nach Hause gebracht. Guten First Fly. Eben nochmal fertig gezähmt. Petra war ja schon durch. Mal schnell ein bisschen ein paar Level vergeben, dass wir wenigstens ein paar Meter fliegen können. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendwie zum Kristall durchschlagen. Das ist eine ganze Ecke weg. Und zwar haben wir jetzt die Wahl zwischen Vulkan oder der kleinen Steininsel da hinten. Mal sagen, wir gucken mal hier Richtung Steininsel. Ja. Mal vielleicht noch mal ein paar Beacons abgrasen. Obwohl die Grünen jetzt nicht ganz so spannend sind. Naja, ab und zu mal ein Sattel oder so. Hm. Oh. Da bin ich doch schon mal dabei. Komplette Lederrüstung drin. Naja. Na, schaffen wir das hier einmal rüber? Und recht weit. Oh, vielleicht. Doch. Ja, doch. Und zwar hier noch mal kurz zwischenlanden und dann hier oben auf einer Bergkuppe müsste das schon sein. War doch gar nicht so weit, wie ich dachte. Ja, geflogen ist immer ja. Ein bisschen schneller. Wo zu Fuß gelatscht sind. Wird es natürlich auch gerade dunkel, oder was? Oh, sagt er bei mir, hat er vorhin auch schon angezeigt, 6.59 Uhr. Was? Was ist mit der Nacht los? Ist? Hast du schon mal eine Nacht erlebt? Es war schon mal relativ dunkel. Aber ich kann mir jetzt auch nicht entsinnen, dass sie besonders lang gegangen ist. Ich habe sie eigentlich nur verdoppelt. Jetzt hier eigentlich los? Wow. Ach ja, hier ist das ja. Hier ist auch noch ein Explorer-Note, ne? Mhm. Ja, das war immer da, wo ich früher auch mal. Ja, da weiß ich doch Bescheid. Hier ist Metall, genau. Metall. Achso, ne, Pachirino macht nichts, ne? Ne, Pachirino macht nichts. Hier ist nur noch eine Schildkröte, sieht ganz gut aus. Wenn wir uns ein bisschen Kristall wegklopfen. Eine brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vielleicht noch mal ein Häppchen. Was so geht. Mal gucken. Denn wir wollen unbedingt mal Ferngläser haben. Das wäre echt mal schön. Und vielleicht mal ein Wasserglas oder so. Ja, auch das. Kristall habe ich jetzt hier schon mal. Was habe ich denn? Das reicht doch erstmal hier schon. 58. Ich habe 27. Hier nochmal ein bisschen Metall auf die Tasche, damit der Mod, der wiegt ja auch nicht mehr ganz so viel. Ja, das stimmt. Was ich so reinpressen kann in meinen First Fly hier. Alles mitnehmen, was hier ist. Naja, wenn es so voll ist, dann fliegt es auch nicht mehr so schnell, ne? Nö. Aber ich habe ja fast auch nichts mitgenommen. Also boah, leicht. Können wir ja eigentlich auch so mal wieder abgehen, ne? Ja. Haben wir jetzt.
Aber viel mehr als halb voll würde ich sie nicht packen, dann wird sie dann. Merkt man schon, dass es ein bisschen langsamer wird. Genau, einiges an Luft eigentlich. Also ein bisschen nehme ich noch mit. Also die Explorer Note, die hebe ich mir glaube ich auch für einen. Ja. Einen hübscheren Vogel. So, nochmal 40 Metall. Probe. Wollen wir auch nicht zu gierig werden. Aber ich habe immer noch. Wiegt echt mal nicht so viel. Sehr angenehm. Ich alleine nicht nach Hause. Man spricht doch roten Obelisken. Mal von hier aus nicht. Nee? Ah, ja, ich sehe dich. Ich sehe die Farbe nicht. Ach so, die ist so dunstig da hinten. Ja, das stimmt, das ist echt dunstig. Da sehe ich es auch nicht so genau. Häuschen? Ja, auf alle Fälle. Schießen wir mal auf nach Hause. Fliegt uns ja nochmal ein kleiner Pöpte irgendwo vor's. Von Schnabel. Ja, wir haben jetzt aber keine Betäubungsfalle dabei, weißt du ja. Ja, das stimmt, aber. Wenn ich nach 2 Minuten weg sein. Peter, lass uns erstmal die Ferngläser machen und dann. Ja, achso. Nicht. Hast du es gefunden? Ja, ja. Das, die Strukturen haben sich nur sehr spät gebildet hier. Unsere Pfote. Oh ja, hier habe ich jetzt aber auch nochmal eine Lederrüstung. Ferngläser. Schon gelernt? Nein. Na gut. Sonst. Außer was normale Fernglas für das. Ulane. Ach Scheiße. Mal bei Umblaue. Ich bin jetzt mal wieder auf manuell gestellt hier. Das mir auf die Eier, wenn er dauernd auf und zu klappt, wenn ich daran vorbeigehe. Ehrlich? Schönste überhaupt hier, ne? Ja. Ah, verdammt. Schön war denn. Fasern, Holz und wieder. Ein bisschen was hier aus der Forge klauen. Oh, zweimal bitte. In der Werkbank. Jawohl.
gar nicht mehr, wie es geht. Man wird geschlagen. Ja. Könnten wir dann... Schmeiß mir mal die neuen Lederklamotten. Warum das so wird. Ja, wahrscheinlich ziemlich. Achso, Wassergläser, machst du die? Ja, kann ich machen. In der Werkbank ist kurz toll. Mach mal hier mein Metall loswerden. Oh, Zement brauchen wir dafür. Oh. Ja, genau. Aber 7 pro Glas. Da war doch was. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Chitin. Lass mich überlegen. Brauchte man 8. Mal den Balkon hier ein bisschen. Bräuchten wir über 100 Chitin. Für Zement? Ich kann auch einfach mal in den Biberdamm fliegen. Naja, das können wir natürlich auch. Ich kann nicht über Rose hier. Ich hole mal was. Wolltest du ein bisschen Holz? Boah. Ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Glaube ich, 2-3 Püpte in der Nähe. Bei uns, den kannst du ja nochmal checken. Ja, 76 weiblich wollen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Schon. Dreistellig ja, sagen. Ja, ja, von der Fälle. Auf der Suche nach Zement. Aber auch schon was, aber hier ist ein bisschen gefährlicher. Naja, schauen wir mal. Ich auf einmal so kennt. Nee, ich habe hier aber immer noch 6.59 Uhr stehen. Und denn hier mit der Serverzeit nicht? Nur noch Tag 1, also die Zeit geht gar nicht so vorbei. Aber schon ganz schön was geschafft am ersten Tag. Ja, und das schon vor 7. Die fleißigen Leute, ne? So ist das. Schaffen wir auch morgens schon mal was. Ja, vor 7. Ja, da muss ich vielleicht nochmal unbedingt sein, dass deswegen hier ein bisschen wenig gespawnt ist. Vielleicht auch nichts mehr nachspawnt. Ich werde das mal checken. So ein bisschen sumpfig. Hier fühle ich mich nicht so wohl. Nee. Wenn du einen Blutegel am Arsch hängen hast. Schon vorbei mit dem Spaß. Da habe ich jetzt auch noch keine Biberdämme gesehen. Kann natürlich auch noch sein, dass sie noch gar nicht gespawnt sind. Weil wir ja da noch nicht waren. Schauen wir mal. Gehe ich mal zur zweiten Stelle. Oh, ich habe schon mal einen 108er. Bitte.
Ui, 116. Ja, der lohnt sich ja schon fast. Mhm. Und den hier betäuben, aber mit normalem Fleisch. Ich war 4 Stunden hier unterwegs. Ja. Ich muss mal merken, wo der ist ungefähr. Wo ich da dann aber wahrscheinlich auch noch Narkos, ne? Jo. Welche hast du denn mal welche eingepackt? Ich hab welche, hätte welche sogar dabei. Aber. Naja. Vielleicht ist er ja gleich noch da. Ja, so ganz viel Ausdauer hat er echt noch nicht. Schon 20 Mal zwischenlinden für die paar Meter hier. Und dann können wir uns gleich noch mal ein bisschen was von der Karte angucken. Hier auf der Steininsel gibt es auch 3 Explorer-Node, die ich aus dem Kopf wüsste. Oha. Aber nicht unbedingt mit dem Vogel. Sport gerade alle, ja. Alles erst. Da werde ich wohl noch nicht so viel Glück haben. Ah, Biber sind schon mal da. Ach, hier ist einer mit einem Wasser allerdings. Dann nagen sie denn mal den Hintern ab dann. Das ist ein. Ob ich hier nochmal was günstig gelegeneres finde? Ansonsten muss ich da wohl mal in den sauren Apfel beißen. Warte, war hier mittendrin da. Naja, kannst mir schon mal einen neuen Pöpte organisieren wahrscheinlich. Warum? Naschtig. Okay, Piranhas gibt's auch. Jo. Melolump. Was ist denn mit dem? Ein Sarko-Ei im Wasser. Ich werde die Finger von lassen. Ich riskiere es jetzt mal. Schnell, schnell. Schneller! Oh oh. Nein. Ja, ich hab's geschafft. Das war knapp, ey. Kleinen Schweinebacken. So. Also ein bisschen Zement habe ich auf jeden Fall gekriegt.
Ja, das reicht auch. Jetzt komme ich erstmal zurück. Weil ich jetzt zu gierig werde. Und das, was ich habe, jetzt auch noch wieder verliere. Genau. Und auch ganz schön auf mir rumgebissen. Wer, die Biber oder der Sakko? Nee, die Biber. Der Sakko war nicht da. Das Ei habe ich jetzt nicht auch noch mitgenommen. Ist mir abgegangen. Ja, Zement brauchen wir auch im Moment dringender. Jo. Im Kopf gerade gar nicht weiß, wofür das Sakko-Ei ist. Stimmt nicht sein. Stego. Ach so, okay. So, nimmst du doch noch auf, ne? Ja. Wie ich. Und jetzt ist ja auch dieser Püppte. Soll ich ihn jetzt legen oder nicht? 116er. Warte. Ist er gerade abgehoben? Das dauert auch noch eine Weile. Wir liegen, tut er. Natürlich mit Fleisch so bombastisch wird. Gut, ich lasse ihn jetzt einfach hier liegen und dann hole ich erstmal Narkos ab. Du hast welche dabei? Ja, 15. Hat 16. Ja. Glaube ich, naja, gut. Ja, da muss ich es wohl mit normalem Fleisch machen. Oh ja, doch. Brauchst du ein bisschen mehr. 17 Minuten ist er, schläft da und 20 bis 40 brauchst du noch, Markus. Okay. Schade, ne, den jetzt nur mit normalen Fleisch zu zähmen. Ja, was anderes. Also B würde er 3 Level mehr kriegen. Brombfilet, da bräuchte er 5 von. Na okay, das geht ja noch. Wie viel Fleisch? 14. Ja, alles gut, dann. Ich habe aber jetzt nur 15 Narkos dabei, aber. Also mit Filet bräuchte er gar keine Narkos. Okay. Das kann ich hier, glaube ich, jetzt gerade nicht aufträumen. Nee, so mit dem Püpte macht man noch nicht mal eben was weg, ne? Ah, nee. Vielleicht konntest du ja auch mal einen Sakko wegmachen. Also finster. Ich habe wohl gedacht, das wäre die Nacht, aber das ist ja nur, wenn es regnet, wa? Ja. Räucherkammer haben wir auch nur ein gegrilltes Filet und das hält auch gar nicht mehr so lange. Nö, ich zähle mir nicht so. So, allerdings dieser Stelle. Am Folgenende. Dankt. Mal versuchen, dass ich Hüptier hier irgendwie nach Hause kriege. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.